Sudele, wir machen weiter mit Humankind und spielen weiter auf Menschheit bei unserer langen, langen Partie, die wir durchführen auf der echten Weltkarte. Live auf Twitch und nachher zeichnen wir auch auf für die YouTube-Leute. Und hier haben wir ein Weltwunder gebaut. Machu Picchu haben nochmal ein bisschen Ruhm dafür kassiert. Die liegen erstmals überhaupt vorne in der Ruhmstatistik. Aber die Gelben haben Gelegenheit satt aufzuholen noch. Jetzt haben wir nur noch 5000 Ruhm übrig. Ich traue mich nicht von Harappa aus, hier das jetzt zu claimen. Wir könnten hier hingehen und dieses Gebiet hier claimen, aber irgendwie reißt mich das nicht so vom Hocker. Hier gibt es zwar ein paar Bezirke, die hier stehen, ist aber nicht so doll. Vielleicht sollten wir lieber überlegen, ob wir die Einflusspunkte später, nach dem Claimen von diesem Gebiet, dafür sammeln, dass wir noch ein Weltwunder uns claimen. Und dann das Weltwunder Cristo Redentor, weil überall 10% mehr Nahrung, Geld und Industrie. Und 100, die 100 Ruhm, das kann man schon mal machen. Jetzt kommt das Allerfieseste. Die Flagge zurückerobert, sonst haben wir die Schlacht verloren. Und ganz im Ernst, ich liebe euch den Gedanken damit, dass das okay wäre, wenn wir die Schlacht verloren hätten, weil der Krieg dann noch ein bisschen länger dauert. Und wir sind ja militärisch überlegen und wollen die irgendwie klein kriegen. Das ist die Schlacht. Die haben dieses Gebiet, das Fähnchen hier eingenommen. Unser Camp. Die haben das Camp hier eingenommen. Und wenn die am Ende der drei taktischen Runden, das ist die letzte strategische Runde, das Fähnchengebiet noch haben, dann hätten die Schlacht gewonnen und würden bei der Kriegsunterstützung profitieren. Bei den Punkten hier vorne können wir allerdings noch reichlich rumbekommen, wenn wir noch ein paar Leute mehr um die Ecke bringen, und dann arbeite ich sehr gerne. Dann schauen wir mal, ob wir mit unseren Bombarden, so heißen die, glaube ich, oder Mörser, ja, guck mal, wie weit wir feuern können. Ah, das ist ja cool. Vor allem die Ambusschützen finde ich ein bisschen fies. Die können uns eigentlich nicht erreichen. Und die stehen auch schon hinter Mauern. Das ist doof. Auf jeden Fall die angreifen, die außerhalb der Mauern sind. Die leiden darunter, dass sie auf Flüssen stehen. Als Hopliten könnten die, glaube ich, unsere Elefanten besonders gut killen. Aber die Amoschützen sind potenziell am gefährlichsten. Die können aber eventuell nicht weit genug feuern, oder? Was sind die nochmal für eine Schussreichweite? 3. Das heißt, die können von hier aus nicht rüberfeuern auf die Bombe, die können vielleicht aber hier reinziehen. Lass uns mal die auf uns auf die hier kaprizieren, auf die Kollegen da hinten. Einmal. Die hat eine Reichweite von 3 hier, glaube ich. Lassen wir hier mal stehen. Die hauen dagegen bitte ab. So weit wie geht. Der kann ja schlecht durch. Das würde ich nicht machen. Der kann die Mauern nicht überwinden. Wir können ihn innerhalb unserer Mauern stehen lassen. Der genießt nur nicht den Mauerbonus, weil das fremde Mauern sind. Denn die Stadt haben wir nicht eingenommen. Deshalb würde ich den eigentlich lieber weiter nach hinten stellen. Von hier aus kann er weit feuern. Allerdings auch nur 3 Felder aus weit. Allerdings hoch hätte ein Kampfbonus erreicht, aber keine Sau. Der kann wahrscheinlich bis zum Ende der Partie nicht mehr in den Kampf eingreifen. Vermute ich mal. Stellen ihn mal hier hin und gucken dann. Der kann an Land. Das ist eine Nahkampfeinheit. Was soll er im Wasser? Rettet euch bitte. Und
das war's. Eins weiter. Achso, wir ziehen die automatisch. Ja, ziehen wieder in die Stadtmauern rein. Es ist ihre Stadt, das ist klug. Greifen den Elefanten an, der aber eigentlich einiges aushält. Vielleicht können wir sogar am Ende der Runde, wir können die, wenn wir wollen, vielleicht sogar noch zurückziehen hier oben. Das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt fahren wir erstmal mit der Bombarde und machen erstmal den Armbrustschützen hier unten putt. Weil der ist echt doof. Ist noch da? Ganz knapp. Jetzt kann er raufziehen und mal gucken, ob wir am Ende der Runde vielleicht doch noch einfach so aus Ehrengründen hier oben hier nochmal reinziehen können. Der kann einmal ziehen, obendrauf. Könnte allerdings von zwei Leuten angegriffen werden. Und er würde außerhalb, er würde die rauslocken außerhalb der Reichweite von denen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir ziehen ein Feld vor. Er hatte wie viele Bewegungspunkte? Es kann sein, wenn wir eins vorziehen, dass er dann gleich hier es vielleicht reinschafft. Dann haben wir die Option. Letzte taktische Runden. Der Armbrustschütze wassert. In der letzten Runde überhaupt hier. Geht über den Hafen an Land. Bin ich mal sehr gespannt, was die jetzt machen. Das war's. Das war nicht so clever. Das ist die letzte taktische Runde des gesamten Matches. Jetzt können wir problemlos, können wir hier reinziehen. Ne, wir können nicht hier reinziehen, weil wir in der Kontrollzone stehen. Der gibt die Kontrollzone, ne? Ne, die kriegen wir auch nicht klein, die Kontrollzone. Ja, vielleicht kriegen wir die klein, aber wir wollen erstmal den Armbrustschützen rausnehmen. Einmal. Zweimal. Jetzt kann er rausziehen, aber es reicht nicht. Na, bis hier oben kann ich hin. Und das ist die letzte Runde, also ist völlig egal, wo wir langziehen. Und dann ist die Schlacht vorbei. So, und wir haben verloren, weil die unser Camp besetzt haben. Passiert uns echt nicht oft. Beute verpasst, mit ihr natürlich viel dollere Verluste als wir erlitten. Assur bleibt weiterhin und wir können Assur natürlich auch weiterhin belagern. Jetzt sollten wir nachher unsere Einheiten möglichst gut und schnell wieder zusammenziehen, weil die haben da erheblich gelitten und dann sollten die erstmal heilen. Wir können hier unten die unter Druck setzen. Na, wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere Truppen wieder zusammenziehen. Also das war schon heftig, dass die irgendwo ja diese Verstärkung hergebracht haben. Und das, vielleicht sollten wir sogar überlegen, hier vorne die in Volsini die das Plündern abzubrechen, das noch drei Runden dauert, stattdessen runterzuziehen und diese Entsatztruppe hier wegzumachen. Und die von zwei Seiten Druck zu setzen, weil das ist ein bisschen doof gerade. Ja?
Dann ist die Frage, was ist der schnellste Weg hierhin? Ein Stückchen kann man noch vorziehen, aber nicht zu weit. Wenn ich, die sollten auf jeden Fall gemeinsam kämpfen, aber bis hier können wir ziehen. Ohne, also so kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht gemeinsam in der Schlacht sind als Verstärkung, wenn einer der beiden Trupps angegriffen wird. Da fehlt mir die Fantasie für. Wir können Elefanten upgraden, meint Rudens. Echt? Also konnten, jetzt geht's nicht mehr. Gucken wir uns mal an. Ja, tatsächlich. Zu Gainalen. Stimmt, du hast recht. Das habe ich gar nicht beachtet. Aber das hier machen kostet relativ viel. Sollten wir aber machen. Das sind rein. Nee, das hatten wir schon mal uns überlegt. Das brachte, glaube ich, nicht so viel, weil die Gainale, die waren, glaube ich, gar nicht viel stärker, ne? Die waren 44er Stärke. Die haben 43er Stärke. Basisstärke. Achso, der hat zu viele, weil er zwei Veteranenpunkte hat. Das heißt, er kommt dann auf 46. Hat eine Reichweite von 4. Der hat eine Reichweite von 3. Wir bekommen eine größere Reichweite. Beide haben Bewegen und Feuern. Bewegungspunkte sind sogar ein bisschen schneller. Beim Danjigawa 14 Unterhalt unten und da steht es nicht dran. Also ich finde das nicht zwingend. War ich letztes Mal zu geizig für und wir können einen upgraden oder mal testweise, ne? Oh, der unten ist ein MG-Schütze. Moment. Ah, Vorteil ist, wenn der angegriffen wird durch Nahkampfangriff, antwortet er mit bei der Verteidigung mit voller Kampfkraft und nicht mit halber, falls er in den Nahkampf gezwungen wird. Aber in der Regel, also eben hätte wäre das gut gewesen, wenn das Gainale gewesen wären, hätten wir die eine Einheit nicht verloren. Aber in der Praxis passiert das unglaublich selten. Wir können mal einen verbessern, komm. Da ist er. 49er Kampfstärke, so sieht er aus. Da nur 14. Also ob der doppelte Einheitenunterhalt das wert ist, ich weiß nicht. Die Streitwägen ist was anderes. Die sind sehr teuer, die Streitwägen. Das Upgrade ist sehr teuer und die sind inzwischen sehr schwach. Aber bislang war ich so arrogant, dass ich gesagt habe, das brauche ich nicht zwingend. Sollten die auf jeden Fall mit in da oben irgendwie zusammenführen. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Können wir einen neuen Trupp herstellen? Memphis. Wir könnten eine Einheit vorziehen. Nexaburger in einer Runde. Und könnten sagen, wir stellen nochmal her. Ein Geiner zieht zwei Bürgerpunkte ab, ist bitte in einer Runde gebaut. Oder noch ein Mörser. Und könnten den produzieren in einer Garnison. Irgendwo hier haben wir eine Garnison. Hier unten wird er entstehen und könnten wir damit eben zusammenführen. Dann müsste er aber wieder runterziehen. Ich glaube, das müsste eigentlich so rein. Wenn wir es schaffen, die zu vereinigen, gemeinsam, dann sollte das eigentlich reichen. Das schaffen die alle zusammenzuführen. Und die Upgraden kostet sehr viel und die werden Musketiere und sind dann langsamer. Sind örtlich Kampfstärke, verlieren aber
Das können wir machen. Lass uns das machen. Ich hänge zwar alle Makabatas, aber die sind mittlerweile echt 29er Kampfstärke versus 46. Das ist schon ein Riesenunterschied. Die können bewegen und feuern, das ist cool. Die sind auch sehr flink. Das Problem ist, die ganze Armee wird dann langsam unterwegs sein, weil die haben nur 4 Bewegungspunkte. Pardon, die haben 7 Bewegungspunkte und die Musketiere haben 4. Das heißt, der ganze, die Armee auch, wird auch auf der strategischen Karte langsamer. Und das ist im Augenblick ein bisschen doof. Das würde ich jetzt nicht machen. Wir müssen erstmal mit den anderen zusammen. Wegsire, wie man an die echte Weltkarte, wie man das spielen kann, die kann man sich im Startmenü. Da gibt es, glaube ich, einen Link. Auf YouTube habe ich einen Link auf die Karte, glaube ich. Vielleicht kann mal einer den nachgucken und meinem Chatmoderator geben oder wie das sind die. Vielleicht findest du auf YouTube unter all meiner Videos einen Link auf die Karte, wo man die runter. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, wo man die runterladen kann. Magst du mal gucken? Also es ist ein bisschen schwach, sind wir auf der Brust, aber ich frage mich, wie wir das am klügsten machen, ohne dass wir uns zu sehr ausbremsen. Vielleicht mal wirklich nur eine weitere Bombarde hier unten, die Mitte dazukommt. Hier in Memphis. Die stellen wir dann vor. Und die soll bitte schön hier entstehen, da ist schon ein Pin. Und der Mörser kostet im Bau 2,6. Das heißt, wir könnten sogar 2 Binnen in einer Runde bauen. Da hätten wir 4 Mörser hier. Dann müssten wir die nur halt zusammenbringen mit den Truppen oben. Würden allerdings auch 4 Bürgerpunkte verlieren in Memphis. Das wäre schon ein bisschen schade. Na, das kann man machen. Oh, ein Mörser kostet nur 1 Bürgerpunkt. Wunderbar. Da habe ich da nichts gegen. Zwei unterirdische Städte. Einmal hier vorne bei Hinterwald. Gerade gebaut, ein Schmiedeviertel. Nächster Schritt. In einer Runde schalten wir den Bahnhof frei. Den würde ich eigentlich ganz gerne hier bauen. Die Tagebauanlage. Macht die hier nur 35. Ziehen wir die mal vor. In Harappa. Das ist die Stadt, wo gerade das Weltwunder gebaut worden ist. Stabilität entwickelt sich Richtung 88%. Die profitieren vom Wunder. Wir könnten ausnahmsweise mal ein Vergnügungsviertel bauen, damit wir uns danach leisten könnten, damit wir schneller von Harappa aus das hier angliedern könnten. Würde ich normalerweise nicht machen. Aber das sind die einzigen Bezirke, die wir bauen können. Oder wir gehen erstmal in die Stadtgebäude rein. Tierstall. Mehr Nahrung bitte. Geht schnell. Fischerei, 3 Nahrung auf Häfen. Wir haben nur einen Hafen hier, glaube ich. Das lohnt sich gar nicht. Dass auf der Karte schon moderne Autos fahren, fragt Devil, ob das nicht ein bisschen komisch wäre, wenn wir noch mit Mittelalter-Einheiten kämpfen. Das ist ja bei vielen dieser 4X-Spielen, dass man da so ein Technologie- und Epochen-Mischmasch hat im Spiel. Dass man da Armeen hat, die verschieden zusammengesetzt sind, zum Beispiel. Und das ist für so historische 4X-Spiele eigentlich nicht ungewöhnlich. Mir wäre das wahrscheinlich gar nicht als störend aufgefallen. Hier unten ist die Schmiede. Die geht auch schön schnell. Und die Kunsthandwerkstätte geht auch fix. Dann die bitte noch einmal heilen, genau. Die ziehen hier zusammen.
Stationieren bis zum Heilen. Einfach nur heilen, heilen, heilen. So, eins weiter. Nächste Runde ist eine Forschung fertig. Wie entwickelt sich die Kriegsunterstützung hier? Im Schneckentempo. Im Schneckentempo geht es mit der Kriegsunterstützung rauf. Wenn das in dem Tempo weitergeht, dann haben wir unsere 20 für den nächsten Angriff zusammen. In 16 geteilt durch 2 in 8 Runden. Wir könnten Forderungen erheben. Wenn wir eine Forderung erheben, bekommen die, glaube ich, mehr Kriegsunterstützung. Ne? Das wäre eigentlich in unserem Sinne. Ich mache das mal. It is simple. Yes? You did it. Die machen eine Gegenforderung. Ich will, dass auf jeder Seite so viel Kriegsunterstützung ist, wie geht. Jetzt weisen wir deren Forderung zurück. Jetzt haben die zwei Möglichkeiten. Entweder stimmen, erklären, benutzen das sofort für den Angriff. Oder die geben auf. Und wenn die aufgeben, haben wir eine Forderung mehr als die. Also die ziehen ihre Forderung zurück oder bestehen drauf und oder dann hätten wir eine Forderung mehr als die und dann würden wir mehr Kriegsunterstützung bekommen. So verstehe ich das, so habe ich das in Erinnerung. Unseren Truppen geht es ja ganz gut, wir machen das mal. This does very little to placate me. Try die ziehen ihre Forderung zurück und wir bekommen Kriegsunterstützung und die auch. Das ist okay. Wir wollen, dass die so viel Kriegsunterstützung wie möglich haben. Wir brauchen mindestens 20 für den Krieg. Die bekommen wir jetzt schneller. Und dass die mehr haben, ist gut, weil dann halten die in dem Krieg schneller, länger durch. Und das wollen wir ja, damit wir in der Zwischenzeit den mehr abnehmen können. Dampfmaschine erforscht. Wir können Kohle jetzt anschließen. Sehr schön. Mich würde mehr interessieren, wie die Truppen sich hier bewegen. An denen kommen wir nicht vorbei. Die heilen hier aus im eigenen Territorium, das ist gut. Zwei neue Bombarden sind da, das ist auch gut. Wir können durch das Reich der Grünen durchmarschieren, weil wir offene Grenzen haben, oder was? Nee, die sind unser Vasall. Die Grünen sind unser Vasall. Okay. Hatte ich komplett vergessen. Das heißt, wir können durch deren Territorium durchziehen. Das ist ja sehr gut. Hatten wir zwei Vasallen? Die als Vasall? Hatten wir nicht die ja auch als... Ach, das sind die von eben. Die heißen jetzt nur Ming-Chinesen. Gott, komm hier durcheinander. Dann ist das ja alles gut. Dann würde ich hier rüber. Dann nähern wir uns denen von unten und erklären den Bomben, greifen die nochmal an, ne? Einmal hier hoch, bitte. Eine Fünferarmee. Eine weiter können wir noch reinpacken. Soll ich noch einen Sechser-Truppe noch dazu machen? Und so, wir haben die Dampfmaschine gerade freigeschaltet. Jetzt können wir Kohle anschließen, darum kümmern wir uns zuerst. Und Bahnen verbauen für schnellere Truppenbewegung. Ja, im Chat wird sich mokiert, auch von Runes, über die Zeitalterangaben. Wir sind im Jahr 35 vor unserer Zeitrechnung, haben schon die Dampfmaschine. Das kann man aber dem Spiel nicht ankreiden, das sind wir schuld. Weil wir halt so erfolgreich gespielt haben. Deshalb sind wir in der Forschung in irrem Tempo voran. Das ist tatsächlich das Spiel auf Endlosspielgeschwindigkeit, wo alles doppelt so langsam läuft. Aber wir spielen einfach in einem irren Tempo. Wir waren ganz gut, glaube ich. Wir waren ganz gut. Und deshalb sind wir jetzt schon
Schaut euch mal die. Normalerweise wäre das Spiel in einem Punktesieg vorbei in 350 Runden. Wir haben 250 und sind zu Beginn der letzten Epoche gerade. Das ist schon ganz okay so. Jetzt gucken wir mal, dass wir überall Kohle anschließen können. Bahnhöfe bauen. Damit können wir Einheiten hin und her schubsen. Das brauchen wir eigentlich nur hier runter. Den Bahnhof brauchen wir nicht unbedingt hier hoch, weil wir können Truppen auch jederzeit entstehen lassen. Ich weiß nicht, ob die über das Wasser hinweg springen, die Bahnhöfe. Ich glaube ja. Ich habe es so im Kopf. Weiß es einer auswendig? Wenn man Bahnhöfe hat in zwei Regionen, die mit Wasser getrennt sind, ob die Leute dann trotzdem über die Schienen springen können, übers Wasser hinweg. Weiß das jemand? Weiß das jemand? Ich weiß nicht. Bitte mal kurz Feedback geben im Chat. Hier können wir Kohle. Ne, wo können wir Kohle anschließen? Hier unten. Dann haben wir noch mal einmal Kohle gehabt irgendwo. Ne, nach Öl hatten wir eben geguckt. Wo sind die anderen Kohlevorkommen? War das alles? Übersehe ich irgendwas irgendwo? Seht ihr noch ein Kohlevorkommen irgendwo? Und das hier ist Alu. Das ist Öl, das ist Uran, das kommt alles noch. Das ist nochmal, das ist Salpeter. Das ist auch ein anderes Territorium. Seht ihr, ist das das einzige Kohlevorkommen von uns? Das wir gerade hier anschließen. Wisst ihr was? Ich klicke einmal durch alle Städte durch, das geht schneller. Und schau mal, ob hier irgendwo das im Baumenü drin steht, dass wir uns das holen können. Ah. Nee, geht nicht, weil kein verfügbares Feld. Was wie? Ach so, weil wir hier schon gebaut haben, okay. Das einzige Kohlevorkommen zu sein, das ist ja krass. Da ist eins. Eine Kohlemine, die wir hier in dem Außenposten errichten können, mit Einfluss. Na klasse. Da haben wir eine. Das war's. Ein Kerma ist eins beim Fasal, heißt es im Chat. Ja, da können wir, aber die können das im Augenblick noch nicht anschließen. Wo immer es ist, das hilft uns gerade nicht weiter. Aber danke für den Hinweis. Nächste Forschung. Gerade haben wir freigeschaltet die Dampfmaschine. Wir könnten jetzt Kolonie-Blaupausen nutzen. Das heißt, eine Stadt gründen, wenn wir das machen wollten. Wir wollen keine Städte gründen. Die schon, wo ganz viele Stadtgebäude schon da sind. Schmiedeviertel, passiver Bonus, bis jetzt billiger im Bau. Bahnhöfe, die werden wir, glaube ich, gar nicht so viel bauen. Wir gucken mal. Und Kohle halt. Nächster Schritt. Ich hätte gerne noch ein paar coole neue Einheiten. Ein weiterer Armeeplatz. Das könnte auch hilfreich sein. Ginge innerhalb einer Runde.
Das sind so ganz frühe Sachen, die wir danach ignoriert hatten, die wir uns auch überwiegend nicht mehr holen. Wir holen einmal den Armeeplatz hier über die schwere Infanterie. Die Manufaktur gibt uns noch mal mehr Produktion, in der wir schwimmen. Ich hätte gerne vor allem etwas, was mehr Wissenschaft bringt. Dragoner. Na, wir haben schon so viele coole Einheiten. Einheiten billiger im Bau. Brauchen wir auch nicht zwingend. Haubitzen. Ach, sind die Haubitzen das Upgrade für unsere Mörser? Ich glaube nicht. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal diskutiert. Es gibt leider hier keine Verknüpfung, dass man das sehen kann. Ich glaube, das waren die nicht, ne? Habt ihr es noch im Kopf? Ich glaube, die Haubitzen waren nicht das Upgrade für die Mörser. Danke an den Basti fürs 14. Abo. Hi. Sehr lieb, was du schreibst. Ja, ich puzzle gerne. Und ich taktiere auch gerne. Vielen Dank an Basti. Wir können auch filtern nach Wissenschaft hier oben, aber lasst uns mal kurz so alles gucken. Sind nicht das Upgrade, schreibt auch MacZilly. Dann würde ich die gerade nicht machen. Die haben auch nur eine Reichweite von 8. Ist das das Upgrade für unsere Musketier? Kann man nirgendwo nachgucken. Linieninfanterie ist vielleicht das Upgrade, wir wissen es nicht. Noch mehr Platz. Da wird das Öl freigeschaltet. Militär brauchen wir nicht, Schiffe brauchen wir nicht unbedingt. Kohlegeneratoren. Passiver Bonus Industriekosten der Einheiten billiger. Mehr Nahrung, mehr Geld eben am Wasser, aber alles nicht entscheidend. Und nochmal bessere Schiffe, die wir aber nicht nutzen können. Dann lass uns mal von unten nach oben weiterarbeiten. Belagerungswaffen werden doch durch Haubitzen ersetzt, meinte Ede Wolf. Bist du dir sicher? Jemand anders schrieb eben das nicht. Aknoname oder Aknoname. Danke dir. Hi Leute, hi zurück. Danke fürs 8. Abo. Noch mehr Produktion. Ein Produktionsgebäude hier. Also ich würde lieber coole neue Einheiten freischalten. Also anscheinend ist doch nicht das Upgrade. Das sind alles hier nicht die entscheidenden Kracher. Linieninfanterie, ist das ein Upgrade? Das ist ein Riesenumweg nur. Stadtbegrenzungscap plus 1. Grabenkrieg. Gatling Elefant. Was so alles gibt. Belagerungsartillerie. 51. Das sollte das Upgrade sein für unsere Mörser. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg, oder? Ja. Das ist auf dem Weg über Karabiner und Linien. So, jetzt suchen wir da einmal nach der Forschung hier oben und sortieren mal. Was einem hier empfohlen wird. Und das ist hier in den Bereichen erstmal gar nichts. Oh Gott. Filtern nach. Da hinten kommt erst wieder was, was gut für Forschung ist. So weit weg. Das, ja, die haben uns alle schon geholt, die Forschungsgeschichten. Die haben wir alle schon. Dann suchen wir mal nicht nach Forschung, dann suchen wir mal nach Militär. Na, das, die entdecken wir auch so. Hoppla, wie mache ich das denn wieder weg? So. Wir machen einmal die schwere Infanterie und dann geht es über Karabiner rauf zur, oder wir machen, das ist, wir machen einmal hier hin. Also einmal hier vorne die schwere Infanterie und danach geht es dann weiter Richtung Karabiner.
zwei untätige Städte in Timbuktu fertiggestellt, den Gainal. Eine Einheit, okay. Stabilität ist zu niedrig. Wir müssen schnell Bezirke bauen, damit es wieder hochgeht. Oh. Stimmt, wir wollten einen draufsetzen. Wir verlieren etwas Nahrung und wir wollten das ignorieren. Bei 103 Nahrung kann man das ignorieren. Einmal hier drauf, bitte. Und dann weiter. Und vielleicht doch einen Bahnhof hier und einen Bahnhof da. Damit man sich ja schnell bewegen kann. Das heißt, wir setzen... Ich würde gerne einen hier machen, damit wir schnell auf die andere Seite rüberkommen, aber das ist irgendwie... Ist das wirklich nötig mit dem Bahnhof bei uns? Bringt uns das wirklich entscheidend weiter? Mit den Garnisonen können wir überall hier Einheiten entstehen lassen. Ich glaube, ich bezweifle irgendwie, dass das notwendig ist. Wir haben eine Nord-Süd-Stadt in epischer Richtung, also... Ich glaube nicht, dass wir hier in Memphis einen Bahnhof brauchen und hier rüber. Das ist, ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Timbuktu erstmal den Tage, die Tagebauanlage bitte. Der vorne in Grünauen, gerade gebaut wieder eine Einheit, eine Hellebardier. Stabilität geht Richtung 100. Kann wieder irgendein Gebäude hinterher schieben. Nahrung bei 130. Bezirke gibt es kaum welche. Wir bauen haben wir keine. Mehr Nahrung auf Flüssen. Ja, wir haben so viel Nahrung. Wir brauchen eher mehr Produkte. Ging aber ganz schnell. Zwei Nahrung auf Flüssen können wir mal machen. Komm. Danach wieder einen Bezirk. Immer abwechselnd im Reißverschlussverfahren. Bezirke geben plus 20 Stabilität. Dann packen wir einen. Vielleicht hier runter. Hier ein Schmiedeviertel hin. Das ist nicht, das ist keine strategische Ressource. Das ist eine. Uns hier runter bauen, dann kann man doch einen Tagebau einsetzen, der richtig viel bringt. Auf das Feld hier. Das heißt, wir bauen uns hier runter mit einem Schmiedeviertel hier. Können wir hier drunter gleich die Tagebauanlage neben der strategischen Ressource machen.